Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend. Ich möchte Sie im Namen des Wiener Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien gerne herzlich zur vierten Simon Wiesenthal-Lecture begrüßen. Die Lecture ist, wie die Nummer 4 schon sagt, eine in einer Reihe, die wir im Jahr 2007 begonnen haben mit Omer Bartow. Omer Bartow hat über die letzten Tage von Butschatsch gesprochen, die Zerstörung einer multiethnischen Stadt, und zwei Jahre später kehren wir in eine andere kleine rumänische, ehemals rumänische, heute ukrainische Stadt zurück, nach Czernowitz. Und in diesen zwei Jahren hat sich einiges getan. Vor wenigen Tagen konnte ein Büro des Wiener Wiesenthal-Instituts eröffnet werden. Wir haben seit letztem Jahr, wie viele von Ihnen wissen, auch die Zusage, dass dieses Projekt im Jahr 2012 an einem eigenen Standort eröffnet werden wird und verwirklicht werden kann. Viel hat sich getan, viel hat sich geändert, manches allerdings ist gleich geblieben. Wir sind am selben Ort, wir sind im Jüdischen Museum Wien, und ich möchte dafür ganz herzlich Direktor Georg Haber, der auch hier ist, danken für die Gastfreundschaft einmal mehr, dass wir diesen Raum nutzen können, solange wir keinen eigenen Veranstaltungsort zur Verfügung haben. Omer Bartow hat uns Fotos gezeigt, Fotos aus der Gegenwart, die er selbst aus seiner Reise nach Butschatsch aufgenommen hat. Auch heute werden wir Fotos sehen, und das ist mit ein Grund, warum der Raum etwas dunkler heute sein wird, damit Sie die Fotos, die projiziert werden, besser sehen können. Die beiden Vortragenden von heute Abend würde ich Ihnen gerne kurz vorstellen, Marianne Hirsch und Leo Spitzer. Wir sind froh, dass Sie den weiten Weg nach Wien nicht gescheut haben, um aus New York hierher zu kommen. Marianne Hirsch ist Professorin für Englisch und vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York und Co-Direktorin des Instituts für Frauen- und Geschlechterforschung. Sie hat sich in vielen Publikationen sehr ausführlich mit Erinnerung, mit Gedächtnis, oft in Kombination mit Bildern, mit der Fotografie beschäftigt. Und Leo Spitzer, auch er hat vielfach publiziert zum Thema Gedächtnis, Erinnerung. Ich möchte nur gern ein Buch erwähnen, das auch auf Deutsch vorliegt, Hotel Bolivia, auf den Spuren der Erinnerung an eine Zuflucht vor dem Nationalsozialismus. Marianne Hirsch hat sehr persönliche Beziehungen zu Czernowitz, und beide haben auch sehr persönliche Beziehungen zu Wien. Aber was ich Ihnen noch, bevor ich den beiden das Wort übergebe, ans Herz legen möchte, ist ein Buch, das dieses Jahr bzw. Anfang nächsten Jahres erscheinen wird, Ghosts of Home, the Afterlife of Czernowitz in Jewish History. Wir haben Ihnen auf Ihre Plätze auch eine Vorankündigung gelegt. In dem Buch wird es um das Thema des heutigen Abends gehen. Und ich möchte jetzt gerne Marianne Hirsch und Leo Spitzer bitten, mit ihrem Vortrag zu beginnen. Herzlichen Dank für die Einführung und für die Einladung. Es ist sehr schön, hier in Wien zu sein und auch alte Verwandte und Freunde und Kollegen, die sehr viel über Czernowitz gearbeitet haben, hier wieder zu treffen. Der Vortrag, wie Herr Zechner sagte, gehört zu unserem Buch, das wir zusammen geschrieben haben. Also Leo ist Historiker und ich arbeite über Literatur und Kulturwissenschaften. Und gewöhnlich, wenn wir zusammen vortragen, so lesen wir die 50-50 des Vortrags. Diesmal, obwohl Deutsch unsere Muttersprache, also meine und Leos Muttersprache ist, ist es nicht unsere professionelle Sprache. Also wir wollten trotzdem auf Deutsch vortragen, aber ich werde ein bisschen mehr lesen als Leo. Und Fragen dann auf Englisch oder Deutsch, und vielleicht werden wir auch auf Englisch antworten, denn das ist uns gewohnter. Also ich beginne unsere Geschichte im Sommer 1998, wo Leo und ich mit meinen Eltern, Lotte und Karl Hirsch, das Fotoarchiv des US Holocaust Memorial Museums in Washington zusammen besuchten. Meine Eltern waren gebeten worden, dem Museum einige ihrer Familienfotos aus Czernowitz zu spenden. Das heißt aus der Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen waren und in der sie den Holocaust durchlebt hatten. Die sehr kleine Archivsammlung des Museums,
die aus Bildern dieser Stadt und der umliegenden Provinz Bukowina besteht, sollte mit diesen Fotos erweitert werden. Hören Sie mich gut? Okay, danke. Das Ziel der Kuratoren der Fotosammlung des Museums ist es, jüdisches Leben vor, während und auch gleich nach dem Holocaust so umfassend wie möglich zu dokumentieren. Und im Laufe der Jahre hat das Museumsarchiv viele solcher Fotos durch Privatspenden, durch Kopien aus Büchern und aus vielerlei anderen Quellen erworben. Und viele dieser Bilder, die meisten, sind jetzt auch auf der Internetseite des Museums zu finden. Wir haben die Schenkung meiner Eltern und die dazugehörige Zeitzeugenbefragung aufmerksam verfolgt, weil wir einen Einblick bekommen wollten in die Struktur eines solchen Fotoarchivs und auch in die Voraussetzungen, die seine Entwicklung beeinflussen. Weil wir beide das Holocaust Memorial Museum als einen der Orte betrachteten, an dem eine offizielle Geschichte des Holocausts und auch des jüdischen Lebens, das durch ihn zerstört worden war, für die Öffentlichkeit dargestellt und für wissenschaftliche Forschung aufbewahrt wird, wollten wir mehr darüber erfahren, wie diese Geschichte Gestalt annimmt. Welchen Vorstellungen zufolge werden Bilder von Seiten der jeweiligen Spender und von Seiten der Archivare ausgewählt? Und welche Rolle spielen private Fotos, Familienfotos in der Struktur des Archivs? Und wie verewigen sie die Erinnerung an verlorene Orte wie das jüdische Czernowitz? Meine Eltern sind an die Schenkung mit ganz unterschiedlichen Ansätzen herangegangen. Karl, mein Vater, von Beruf Ingenieur, war systematisch. Er hatte das Archiv und dessen Mission recherchiert und die Instruktionen, die er bekommen hatte, gründlich gelesen. Er hatte seine Fotoalben und Schachteln zu Hause durchsucht und einige sehr wenige Bilder ausgewählt, von denen er glaubte, dass sie für ein Museum interessant wären. Also er wählte das einzige ihm verbliebene Porträt seiner Eltern, ein etwas verschlissenes und verblasstes Hochzeitsfoto von ca. 1910. Und dann auch ein altes Foto von seiner Mutter und ihren Schwestern aus den 30er Jahren. Er wählte auch einige Schulfotos aus Grundschule und Gymnasium und einige Bilder seiner zionistischen Jugendgruppe Hashomer Hatzair mit Porträts einiger Mitglieder sowie Fotos von Sommerausflügen. Er wählte keine Fotos von seinen Geschwistern oder von anderen Familienmitgliedern und keine Schnappschüsse von sich selbst. Er brachte aber zusätzlich 20 Fotos ins Museum, die alle mit seiner Zugehörigkeit zu verschiedenen Institutionen, Schulen und Arbeitsstellen vor dem Krieg zu tun hatten. Und er beschriftete jedes Foto ganz genau mit Datum und mit den Namen der Personen, an die er sich noch erinnern konnte. Lotte, meine Mutter, war zögerlicher. Warum sollte sich ein Museum für ein paar winzige Schnappschüsse ihrer Freunde und Verwandten interessieren? Oder für ihre Klassenfotos aus dem Hoffmann-Lyzeum? Solche Privatfotos waren ja nur für sie, ihre Familie und Freunde von Bedeutung. Zu Hause hat es wieder und wieder die Alben und Fotoschachteln durchgesehen, hatte eine Auswahl getroffen, sie wieder verworfen und hatte sogar erwogen, die ganze Schenkung rückgängig zu machen. Sie hatte nur ein einziges Bild, das sie für relevant hielt, ein Porträt aus den 20er Jahren von der Freimaurerloge ihres Vaters. Es zeigte eine Gruppe von wohlhabenden, gut gekleideten, aber auch ziemlich plumpen Männern und ihren Ehefrauen, die zweifellos zu einem besonderen Anlass versammelt, sehr fröhlich und selbstgefällig aussehen. Aber schließlich entschloss sie sich, dieses Foto mit ins Museum zu nehmen, zusammen mit ungefähr einem Dutzend Bildern aus ihrer eigenen Sammlung. Fotos von Schülern und Lehrern, von Ausflügen und aus Jugendzeiten. Zum Schluss fügte sie auch noch einige Fotos von sich zusammen mit Freunden und Verwandten hinzu, die auf der Herrengasse aufgenommen worden waren, der elegantesten Straße des ehemaligen österreichischen Czernowitz. Diese seien ihre Lieblingsbilder, sagte sie. Die Archivarin begann die Zeitzeugnisinterview im Museum mit Karl. Sie bat ihn, seine Familiengeschichte zu erzählen und die Namen, die Geburts- und Sterbedaten seiner Eltern und Großeltern anzugeben. Karl beschrieb dann kurz die Flucht seiner Familie nach Wien während des Ersten Weltkrieges, als Czernowitz von der russischen Armee bedroht wurde. Er beschrieb den Tod seines Vaters kurz nach Ende dieses Krieges, in dem er Soldat der österreichischen Infanterie gewesen war.
Karl beschrieb außerdem seine eigene Entwicklung von streng glaubig praktizierendem Judaismus zum Säkularismus und seine Mitgliedschaft in Hashomer Hatzair und die Umwandlung der Stadt in die rumänische Chernobyl. Er beschrieb den rumänischen Nationalismus und Antisemitismus der 20er und 30er Jahre in Chernobyl und erzählte, wie diese immer mehr das Leben der Juden in seiner Heimatstadt und in ganz Rumänien beeinträchtigen. Er erklärte, wie sich die große deutschsprachige jüdische Gemeinde in Czernowitz ganz und gar an die österreichische Kultur der Habsburger Zeit assimiliert hatte. Er sprach von ihrer anhaltenden Identifikation mit dieser Kultur und der deutschen Sprache. Und nachdem Czernowitz von Rumänien und später von der Sowjetunion einverleibt wurde, diese Identifikation verharrte sogar, nachdem zehntausende jüdische Bewohner der Stadt und der Provinz während des Holocaust nach Transnistrien deportiert und nachdem die Überlebenden des Krieges in alle Wände zerstreut worden waren. Die Archivarin bat Karl dann, sich auf seine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in Czernowitz zu konzentrieren. Und Karl erzählte, ergänzt durch exakte Daten und präzise Details von der ersten sowjetischen Besetzung der Stadt 1940, von Rückzug der Sowjets und der Rückkehr der rumänischen Faschisten von Einsatzgruppen begleitet im Sommer 1941. Er sprach auch von Erschießungen und Verhaftungen und vom jüdischen Ghetto, das in der Stadt eingerichtet wurde und für die Judendeportationen nach Transnistrien im Oktober 1941 und im Sommer 1942. Er erzählte, dass er und seine Familie der Deportation entgingen, weil sie eine Sondergenehmigung bekommen konnten, eine Bewilligung, die Facharbeiter wie ihm gegeben wurde, die unentbehrlich für die Organisation des Stadtalltags waren. Er arbeitete damals als Bauingenieur bei der rumänischen Eisenbahn. Circa 15.000 Menschen wurden so gerettet. Und dann war Lotte an der Reihe. Sie sprach auch über ihre Familie, über ihre Kindheit, ihre Schulzeit und ihr Sprachstudium an der Universität und über die Kriegsjahre. Die Archivarin regte sie an, mehr zu sagen, aber ihre Fragen an Lotte waren ganz anders, als die sie Karl gestellt hatte. Sie wollte mehr über Lottes Leben zu Hause während des Krieges wissen, vor allem über die Jahre des rumänisch-deutschen Herrschaft, die von der Deportation und erster Bedrohung gezeichnet waren. Sie fragte, was haben Sie gemacht? Wie haben Sie Tage verbracht? Lotte antwortete, ich war zu Hause mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Schwester und nachdem Karl und ich im Ghetto geheiratet haben, mit Karls Schwestern und seiner Mutter. Sie hat einem rumänischen Offizier Deutschstunden gegeben, der ihnen im Austausch dafür Lebensmittel brachte. Es war eigentlich keine unglückliche Zeit für sie, sagte sie. Sie und Karl trafen sich mit den Freunden, die noch in der Stadt geblieben waren, verbrachten die Nächte in den jeweiligen Wohnungen, um nicht gegen die Sperrstunde zu verstoßen. Die tauschten auch Nachrichten über den Krieg und die deportierte Verwandte und Freunde aus und manchmal spielten sie auch Karten. Aber sie verbrachten auch viele ihrer freien Stunden damit, Haushaltsgegenstände zu verkaufen, um Geld für Heiz- und Lebensmittel aufzutreiben und dann während des kurzen täglichen Zeitspanne, wo es Juden erlaubt war, einzukaufen, einige Lebensmittel zu finden. Lottes Erzählung verlief nicht ganz reibungslos. Die Alltaggeschichte ihres Lebens während des Kriegszeit war etwas, worüber sie vorher nie ausführlich gesprochen hatte. Karls historischer Bericht, die dramatischere Version dieser Geschichte, angereichert mit Anekdoten über entschiedenes Handeln, glückliche Umstände und überstandene Gefahren,
wäre ihr vielleicht gewohnter gewesen. Diese Version enthielt das Kernstück ihrer Überlebensgeschichte, die beide uns schon oft erzählt hatten. Und dennoch ließ Lotte erkennen, wie demütig es war, den gelben Stern zu tragen, wie es sich anfühlte, öffentlich so gebrandmarkt zu sein. Ihre Stimme vermittelte deutlich ihr Gefühl von Trauer und Verlust. Die Heimat, die sie als Kind so geliebt hatte, war zu einem Ort der Bedrohung und Grausamkeit geworden. Die Fotos lösten bei Lotte ganz offensichtlich starke Gefühle aus und es bewegte uns, Zeugen der Erinnerungen zu werden, die sie so hervorriefen. Die Archivarin wählte eine der Fotos und legte andere unbrauchbare beiseite. Wir fragten sie, was ihre Auswahl bestimmte. Ein wichtiges materielles Kriterium, antwortete sie, sei die Qualität des Drucks. Aber viel wichtiger, sie war nicht an Bildern interessiert, die an jedem beliebigen Ort hätten aufgenommen sein können. Sie lehnte deshalb Karls kostbares Porträt seiner Eltern ab. Sie bevorzugte Fotos aus dem öffentlichen und institutionellen Leben gegenüber solchen aus dem persönlichen und familiären Leben. Sie war begeistert von dem Bild der Freimaurergruppe zum Beispiel. Und sie wählte auch alle Fotos, die auf der Herrengasse, einer der Haupteinkaufsstraßen der Stadt, aufgenommen worden waren. Von jeder europäischen Stadt, betonte sie, wollte sie wenigstens ein Foto haben, das Juden vor dem Holocaust unter normalen Umständen zeigte, die zufrieden und selbstsicher die Hauptstraße der Stadt entlang gingen. Na, über das Interview im Museum und das Auswahlprozess des Fotos könnte noch viel gesagt werden. Zum Beispiel über die Sicherheit, mit der die Archivarin die Fotos für das Archiv gewählt hatte, oder über ihre Vorliebe für öffentliche und institutionelle Bilder. Man könnte außerdem noch viel sagen über die geschlechtsspezifischen Fragen, die sie Karl und Lotte jeweils stellte und die Geschichten, die die beiden wiederum erzählten. Im Folgenden wollen wir uns besonders auf die Straßenfotos konzentrieren. Angezeigt der Tatsache, dass die Archivarin hauptsächlich Fotos vom osteuropäischen Juden in Zeiten der Vorkriegsnormalität haben wollte, lohnt es sich einmal genauer zu prüfen, was diese Czernowitz-Straßenfotos tatsächlich offenbaren oder geheim halten über das jüdische Leben in Czernowitz vor und während des Krieges und über die Rolle von Familienfotos für das individuelle, soziale und kulturelle Erinnerung an dieser Stadt. Also wie in vielen anderen europäischen und amerikanischen Städten zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg knipsten Straßenfotografen in Czernowitz Fotos von Spaziergängern und verkauften ihnen kleine Drucke dieser Bilder. Die Fotos wurden mit tragbaren und kompakten und auf Stativen aufgestellten Fotoapparaten gemacht, wie Sie sie hier sehen. Das Bild wurde auf einem Direktpositivpapier belichtet und vor Ort in einem Behälter entwickelt, der an die Kamera angebaut war. Diese relativ schnelle Prozedur, ein Vorläufer der Polaroid-Technik, erlaubte es den Fotografen, preiswerte Souvenirfotos anzubieten. Und wir fanden viele solcher Fotos in den Sammlungen jüdischer Emigranten aus Czernowitz oder ihrer Verwandten. Die Kopien, die wir erwerben konnten, stammten aus den 20er und meistens aus den 30er Jahren, aber auch einige, die besonders hervorstechen, stammten aus den Jahren des Zweiten Weltkrieges. Beim Betrachten dieser Bilder fällt auf, dass fast alle der aufgenommenen Personen ein Gefühl der Zuversicht und Geborgenheit ausstrahlen.
Sie sind gewöhnlich gehend und in Bewegung dargestellt und nicht für das Foto posierend. Die Straßenfotos zeigen, wie Leute ihre Identität in der Öffentlichkeit inszenieren, wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen und wie sie sich Klassen, Kultur und Geschlechternormen gegenüber verhalten. Man könnte in der Tat sagen, dass die Leute diese Fotos kauften und aufbewahrten, um sich an einen solchen öffentlichen Auftritt zu erinnern und ihn vorzuzeigen. Straßenfotos deshalb bewegen sich an der Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem, häuslichem und städtischem Raum. Wenn sie dann vom Privat- oder Familienbestand in ein öffentliches Archiv übergehen, so wie bei der Schenkung meiner Eltern an das Holocaust-Museum, schlagen sie dann eine Brücke zwischen Gedächtnis und Geschichte. Jedes dieser Straßenfotos spiegelt auch einen Ort und einen Raum wider, eine Stadtstraße mit Gebäuden, oftmals ist der architektonische Stil klar erkennbar, sowie Läden, Schaufenster und Werbeplakate. Zwar bilden diese Elemente den Hintergrund für die Spaziergänger, aber sie geben auch Auskunft über das soziale Umfeld, in dem sich das Leben in dieser Stadt abspielte. Diese Informationen tragen zum historischen Verständnis bei und daher der dokumentarische Wert von solchen Fotografien für eine Institution wie das Holocaust-Museum, die danach strebt, ein maßgebliches historisches Archiv einzurichten, während es dieses gleichzeitig als Erinnerung zu reaktivieren und zu verkörpern hofft. Wer diese Fotos heute in Privatsammlungen oder im Museum betrachtet, bringt freilich ein Wissen mit, das weder den Abgebildeten noch deren Fotografen haben konnten. Heutige Betrachter sehen die Bilder nicht nur im Kontext ihrer kollektiven oder persönlich familiären Erinnerung, sondern sie nähern sich ihnen auch mit dem Bewusstsein der noch kommenden Geschichte, die den in Foto Dargestellten zum Zeitpunkt des Fotografierens selbstverständlich nicht bewusst war. Deshalb bevorzugen die Archivare des Holocaust-Museums diese Bilder. Sie offenbaren, so heißt es, die Normalität, die soziale Integration, die dann durch Verfolgung, Ghettoisierung und Deportation gewaltsam zerstört wurde. Wenn man sie jedoch ausschließlich als historische Dokumente betrachtet, sind die Straßenfotos aus Czernowitz sehr begrenzt. Wir mögen sie zwar auf den ersten Blick genauso sehen, wie die Archivarin es hoffte, als Bilder von Juden, die sich offensichtlich wohlfühlen beim Spazierengehen auf der belebten Hauptstraße ihrer Stadt, unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als gehörten sie dorthin und unterschieden sich durch nichts von den anderen Leuten aus ähnlichen Sozialschichten. In den meisten Fotos, die wir gesammelt haben, ist die Kleidung der Spaziergänger im Allgemeinen modisch und oft elegant, wenn nicht gar ostentativ, offenkundiger Ausdruck ihres Wohlstandes und ihrer Zugehörigkeit zum städtischen Bürgertum. Tatsächlich scheinen die Personen in den Bildern den öffentlichen Raum für sich zu beanspruchen, ihre Anwesenheit im städtischen Raum kundzutun, ungezwungen zu flanieren, um zu sehen und auch gesehen zu werden. Was unsichtbar bleibt oder nur schwerlich hinter der zur Schau gestellten jüdisch-bürgerlichen Behaglichkeit zu erkennen ist, ist der Assimilierungsweg, der zu dieser Klassenzugehörigkeit führt. Nur ein Kontrast mit Juden aus der dörflichen Umgebung von Czernowitz oder mit weniger wohlhabenden Juden der Arbeiterklasse oder gar mit verarmten Nichtjuden, die unsichtbar oder im Hintergrund der Fotos bleiben, nur so ein Kontrast zeigt die Klassenmobilität und Differenzierung, die die Emanzipation der Juden während der Habsburg-Ära ermöglicht hatte. Dies sind die historischen, ökonomischen und kulturellen Ebenen, die diese Momentaufnahme nicht offenlegen kann. Aber vielleicht noch weniger offenkundig ist die Tatsache, dass die Stadt, in der sich diese Spaziergänger bewegen, nicht Czernowitz ist, das Klein-Wien, die liberale, größtenteils deutschsprachige Stadt, mit der sich das jüdische Bürgertum so stark identifiziert hatte. Zwar gibt es in einigen der Bilder Hinweise auf die Transformation des österreichischen Czernowitz in das rumänische Czernowitz. Straßen und Geschäftsnamen wurden geändert und mit rumänischen Namen ersetzt. Das ideologische Umfeld der rumänischen Übernahme ist jedoch nur wenig ersichtlich. Die Tatsache, dass kurz nach dem politischen Wechsel zu Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg die neue Regierung eine strikte Politik der Rumänisierung in der Region einführte, die schlimme Konsequenzen für die Czernowitzer Juden hatte. Rumänisch wurde die offizielle Sprache im Handel, der Jurisdiktion und in staatlichen Schulen. Gebürtige Rumänen wurden bei Einstellungen in Fachberufen und in öffentlichen Ämtern und bei Beförderungen bevorzugt. Die rumänische Kultur und ihre nationalistischen Werte
wurden zum Nachteil anderer gefördert. Bis 1924 wurden Juden der Status rumänischer Staatsangehöriger gegeben und nicht Bürger. Und ihnen wurden ein Großteil der bürgerlichen und politischen Rechte, die sie im Habsburgreich erworben hatten, genommen. Auf unheimliche Weise geben die Straßenfotos nicht den kleinsten Hinweis auf den rapide und um sich greifenden rumänischen Antisemitismus und Faschismus in den 20er und 30er Jahren. Die zunehmenden Einschränkungen, diskriminierenden Ausschließungen, Belästigungen und die Gewalttätigkeit, die die Juden unter der rumänischen Herrschaft ertragen mussten. Die Fotos können keinen Aufschluss geben über die Widersprüche, die solchen Spaziergängen zugrunde lagen. Dass die in ihnen dargestellten Juden aus der Bourgeoisie größtenteils weiterhin so lebten und durch die Straßen gingen, als wären sie im habsburgischen Czernowitz oder leben wollten. Und durch die Straßen gingen, als wären sie im habsburgischen Czernowitz und nicht im rumänischen Czernowitz. Aller Wahrscheinlichkeit nach führten sie ihre Gespräche bei diesen Spaziergängen in den Läden und Cafés sowie zu Hause auf Deutsch und nicht wie angeordnet auf Rumänisch. Dadurch, dass die Bilder dieses Festhalten an der Sprache und an die Lebensgewohnheiten der Vergangenheit nicht preisgeben können, ist es unmöglich, aus ihnen das nostalgische Verlangen nach einer verlorenen Welt von gestern zu ersehen. Genauso wie wenig sie Aufschluss geben über die Funktion dieser Nostalgie, die, so unsere These in unserem Buch, Widerstand gegen die Rumänisierung war und gegen das restriktive politische und ideologische Umfeld. Im Geiste blieben wir Österreicher und unsere Hauptstadt war Wien und nicht Bukarest, schrieb die Dichterin Rosa Ausländer über diese Zeit zwischen den Kriegen. Die Dichter, die in diesen Straßenfotos aus den 30er Jahren abgebildet sind, zum Beispiel Alfred Margul-Sperber, Paul Celan und Selma Meerbaum aus Eisinger, schrieben alle natürlich auf Deutsch, trotz der rumänischen Herrschaft und ihrer Rumänisierung. Ist dies die Normalität und Behaglichkeit in der Zeit vor der Shoah, dass das Holocaust-Museum durch diese Fotos dokumentieren wollte? Wir denken, es ist vielleicht komplizierter. Nirgends erscheint die Begrenztheit des chronologischen Schemas von vor, während und nach dem Holocaust, das so wichtig ist für das Museum und für die Art, wie wir diese Geschichte gewöhnlich erzählen, dass auch die Auswahl- und Ausstellungspraxis des Museums bestimmte. Nirgends ist die limitierender als bei den Straßenfotos aus Czernowitz aus den Jahren 1942 und 1943. Diese zwei Fotos ziehen solch eine chronologisch-historische Interpretation radikal in Zweifel. Und sie brechen auch, so denken wir, den identifikatorischen familiären Blick des Familienalbums, den Straßenfotos sonst provozieren. Dargestellt hier sind zwei Straßenfotos von circa 1943, die Juden mit dem gelben Stern darstellen. Dennoch sehen diese Fotos in jeder anderen Hinsicht genauso aus wie die Straßenfotos aus der Zeit vor dem Krieg. Jedoch ungefähr zwei Jahre bevor diese Fotos gemacht wurden, im Herbst 1941, wurden zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung der Stadt, circa 40.000 Menschen, in die Ghettos und Arbeitslagers Transnistrien deportiert, wo ungefähr die Hälfte starb oder ermordet wurde. Die, die in der Stadt bleiben konnten, wie die in den Fotos abgebildeten, mussten schwere Einschränkungen und strenge Ausgangssperren erdulden und den gelben Stern tragen. Männer wurden zur Zwangsarbeit auf den Straßen abgeholt. Im Sommer 1942 gab es eine weitere Deportationswelle nach Transnistrien und noch weiter östlich in deutsches Gebiet jenseits des Flusses Bug und in einen sicheren Tod. Im Jahr 1943, als diese Fotos angeblich aufgenommen wurden, war es bei weitem nicht sicher, ob es nicht noch weitere Deportationen oder Säuberungen von Juden geben würden. Denken Sie zum Beispiel an Ungarn. Genauso wie in den Bildern vor dem Krieg sind hier Juden abgebildet, während sie durch die Straße gehen, offensichtlich in der ehemaligen Herrengasse und sich von einem Straßenfotografen abrichten lassen. Und seltsamerweise haben sie diese Fotos auch gekauft. Ihr Spaziergang scheint normal, als wäre der politische Zeitpunkt der Fotos und der Stern, den sie tragen mussten, kaum relevant. Die beiden Fotos unterscheiden sich natürlich ein wenig. Ilana Shmueli, jetzt eine israelische Schriftstellerin und Dichterin, die vor einigen Tagen in Wien gelesen hat, glaube ich, und ihre Mutter sehen möglicherweise noch doch etwas besorgt aus. Dieses Foto zeigt die beiden Frauen auf einer einsamen Straße, wo sie in jeder Hinsicht exponiert zu sein scheinen. Die drei jungen Leute in dem zweiten Geisinger Stubb-Foto dagegen sehen sorgloser aus
und durchaus nicht eingeschüchtert aus. In diesem Foto zeigt sich die Straße belebt und gibt Aufschluss über den Kontext, den wir in solchen Fotos suchen. Rumänische Straßenbilder, modische Kleidung, deren Affekt und die Gesten, die einem gewöhnlichen Schnappschuss eigen sind. Und dennoch provozieren beide Fotos die gleichen Fragen. Wie konnten die in ihnen abgebildeten Menschen in einer so schrecklichen Zeit so frei in den Straßen herumlaufen? Warum machte der sicher nicht jüdische Fotograf Aufnahmen von Juden, die so öffentlich mit dem gelben Tschern gezeichnet waren? War sein Interesse nur ein finanzielles, also auf den Verkauf gerichtetes, oder gab es vielleicht auch andere Motive? Auf welche Weise betrachtete er seine Subjekte? Wie nahm er sie wahr? Sah er seine eigene Rolle als die eines Zeugen der Unterdrückung oder die eines unbeteiligten Zuschauers jenseits des Geschehens? Und warum machten wiederum die Spaziergänger Halt, um das Foto zu kaufen? Können wir ihren Kauf als einen Akt der Herausforderung, des Widerstands gegen die Demütigungen interpretieren, denen sie so ausgesetzt waren? Oder haben sie die Fotos aus dem gleichen Impuls herausgekauft, aus dem die anderen Straßenfotos gekauft waren? Aus der zukunftsweisenden Absicht heraus, das Bild im Familienalbum zu archivieren und somit seine Geschichte, vielleicht diese bestimmte Geschichte, den kommenden Generationen zu übermitteln. Wenn wir diese Fotos heute betrachten, müssen wir aber vorsichtig sein. Der Kritiker Michael Andre Bernstein warnt, dass die Interpretation der Vergangenheit durch rückblickend gewonnenes Wissen eine riskante Form von Rückwärtsahnung, Backshadowing, sein kann. In seinen Worten ist dies eine Art rückwirkende Vorahnung, durch die man die Beteiligten beurteilt, als ob sie ebenfalls wissen müssten, was die Zukunft bringen würde. So wie wir es wissen, nicht? Beim Betrachten von Fotos aus der Vergangenheit im Allgemeinen ist es wichtig, die Trennung zwischen den beiden unvergleichbaren Zeitebenen von damals und heute zu bewahren. Was können uns diese ungereimten Fotos in diesem Sinne über die Vergangenheit, über unser Verhältnis zur Vergangenheit und über den Wert der Fotografie als Beweisstück sagen? Als historische Dokumente werfen sie jedenfalls mehr Fragen als Antworten auf. Sie bezeugen zwar die Unterschiede zwischen Czernowitz und anderen europäischen Städten wie Lodz, sagen wir, oder Warschau, wo zu dieser Zeit keine vergleichbaren kommerziellen Fotos von Juden, die auf den Straßen des Ghettos unterwegs waren, gemacht wurden. Die Bilder geben außerdem Aufschluss über Momente relativer Normalität, die es sogar in extremen Umständen gab, ruhige Augenblicke, in denen die Hoffnung aufs Überleben Raum fand. Aber besonders als Erinnerungsobjekte bereiten diese Straßenfotos die größten Schwierigkeiten. Einerseits scheinen sie in das Familienalbum hineinzupassen, genau wie die anderen früheren Straßenfotos. Andererseits hingegen, so unsere These, wird unser Blick durch die Wahrnehmung des gelben Sterns eingefangen und abgelenkt, was es uns unmöglich macht, den Judenstern in das Bild des Ganzen einzuordnen. Das ganze Bild kann in seiner scheinbaren Normalität dieses Detail weder fassen noch integrieren. Entweder trennen wir dieses Detail heraus oder wir weigern uns, es überhaupt zu sehen. Der Stern ist in Walter Benjamins Worten der Schock, der den Assoziationsmechanismus des Betrachters zu einem kompletten Stillstand bringt. Ein Bild aus unserer eigenen Familie erzeugte bei uns einen ähnlichen oszillierenden Blick. Es ist ein winziges Straßenfoto von Karl und Lotte, die in der Herrengasse spazieren gehen, das schon immer in einem unserer Familienalben war. Hier sind wir während des Krieges, sagte Karl vor eigenen Jahren zu uns, als wir zusammen dieses kleine Foto betrachteten. Wir hatten uns immer gefragt, wie Lotte und Karl während des Krieges mit einem solchen Anschein von Normalität durch die Straßen gehen konnten. Aber wir waren uns der radikalen Ungereimtheiten des Bildes nicht bewusst, bis wir es aus dem Album herausnahmen und auf der Rückseite die genaue Datierung in Karls Handschrift fanden. CZ 1942, Czernowitz 1942, ein Jahr, in dem Juden in Großrumänien den gelben Stern tragen müssten und Elend und Verfolgung erlitten.
Aber im Bild ist weder der Stern sichtbar, noch der Effekt, den man von Bildern aus dieser schrecklichen Zeit in Czernowitz erwarten würde. Als wir anfingen, über die Kriegszeit in dieser Stadt zu schreiben, haben wir das kleine Straßenfoto digital gescannt und mehrmals vergrößert, um herauszufinden, was es uns über die Kriegszeit dort zu erzählen hatte und was mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sein mochte. Erstaunlicherweise, als im Format 10x14 cm auf dem Bildschirm erschien, war es, als ob das Bild und seine Geschichte eine dramatische Veränderung durchmachten. Zumindest auf den ersten Blick. Plötzlich sah es so aus, als befand sich doch etwas auf dem Karlslinken Revers, was wir zuvor nicht bemerkt hatten. Ein nicht allzu großer heller Fleck erschien genau dort, wo Juden im Jahr 1942 den gelben Stern getragen hätten. War das Bild etwas nicht so rätselhaft, wie es uns zunächst erschienen war? Wir drückten die Vergrößerung aus, nahmen eine Lupe zur Hand, gingen zum Fenster und knipsten die stärksten Lampen in unserem Arbeitszimmer an, um den Ausdruck genau zu untersuchen. Wir probierten in Photoshop verschiedene Auflösungen aus. Es musste der gelbe Stern sein, schlossen wir daraus. Denn was sonst hätte Karl damals auf den Revers getragen? Wir vergrößerten das Bild noch weiter, wieder weiter und wieder. Ja, natürlich, der Fleck hatte die Umrisse des Davidsterns. Kann man nicht sehr gut sehen hier. Damit interpretieren wir den Inhalt des Fotos erneut. Analysierten Lottes und Karls Gesichtsausdrücke und Körpersprache, die uns ebenfalls viel klarer zu sehen waren. Dann noch die Dissonanz zwischen ihrer Erscheinung und Haltung und dem, was wir über die Erinnerung, die Ereignisse dieser Zeit wussten, verminderte sich nicht. Unsere ganze Detektivarbeit warf nur noch mehr Fragen auf, die denen der anderen Straßenfotos aus der Kriegszeit ähnlich waren. Wenn Karl einen Davidstern trägt, wieso trägt Lotte keinen? Und wenn sie illegal ohne den Stern ausgegangen waren, warum machten sie Halt, um das Foto zu kaufen? Hatten sie keine Angst vor Entdeckung? Oder ist etwas gar kein Stern? Oder ist etwa gar kein Stern auf diesem Foto? Vielleicht war es nur ein winziger Stäubschein auf der Linse, durch das auf dem Foto ein schon heller Fleck entstand. Oder was, wenn das Bild falsch datiert ist? Vielleicht wurde das Bild Ende 1943 gemacht, als Juden in Rumänien den Davidstern nicht mehr tragen müssen. Was bedeutet dann der Fleck auf Karls Revers? Wir werden diese Fragen natürlich nie beantworten können. Sicherlich verdeutlicht dieses Geheimnis nochmal die Widersprüche, die in diesen Bildern von Juden verkörpert sind, die während des Krieges auf den Straßen unterwegs waren. Es zeigt aber auch, wie schwer es uns fällt, solch einen scheinbaren normalen Spaziergang während der Kriegszeit zu akzeptieren und ihm in unsere Vorstellungen über diese Periode zu integrieren. Die Straßenfotos aus der Herrengasse kamen letztlich wieder ins Gespräch. Im Mai 1908, also vor einem Jahr, waren wir in Czernivtsi und unterhielten uns mit Natalia Schewtschenko, der Direktorin des kleinen neuen jüdischen Museums für die Geschichte und Kultur der Bukowina. Wir waren dort als Berater des Museums, das im Herbst anlässlich des 600-jährigen Stadtjubiläums eröffnet werden sollte und auch eröffnet war. Das Museum jedoch war nicht von der Stadtverwaltung geplant worden, sondern von einem jüdischen Verband der Ukraine in Kiew. Wir besprachen besonders mit Natalia Schewtschenko die Zusammenstellung der Vitrine, die die Ausstellungsstücke über den Holocaust enthalten sollte.
Der Teil der Ausstellung, der sich mit dem Holocaust befassen sollte, war ein nachträglicher Einfall gewesen. Ursprünglich hatten die Organisatoren des kleinen Museums 200 Jahre jüdisches Leben in der Region bis zum Zweiten Weltkrieg darstellen wollen, den Krieg und den Holocaust jedoch ausgeklammert, um, wie sie es formulierten, sich auf das Leben und nicht auf den Tod zu konzentrieren. Ihnen war besonders wichtig, das vorher zu zeigen. Das ist ein Foto des Raumes, wie wir ihn fanden. Also Ihnen war besonders wichtig, das vorher zu zeigen, das blühende chassidische Leben in den Dörfern und die Entwicklung einer säkulären Kultur in der Stadt und damit den Beitrag der Juden zur städtischen, politischen und künstlerischen Wachstum zu betonen. Und dennoch wurden die Organisatoren letztendlich überzeugt, der Ausstellung Material über die sowjetische Besetzung der Stadt 1940-41 und über den Holocaust beizufügen. In der ganzen Welt verstreute Überlebende aus Tschernowitz hatten nämlich empört protestiert, nachdem sie über das Internet herausgefunden hatten, dass das Museum beabsichtigte, wie sie es sagen, Fotos von Familienfeiern, Hochzeiten und fröhlichen Gesichtern zu zeigen, wie einer der Überlebenden es ausdrückte, während es jedoch Bildern von Erschießungen, Deportationen und Massenauswanderungen, das heißt vom Schicksalshaftesten unserer Geschichte, gänzlich aussperren wollte. Im Laufe unserer Gespräche mit dem zuständigen Historiker und der Museumsdirektorin stellte sich heraus, dass genau diese beiden Teile der Ausstellung am schwierigsten zu gestalten waren. Der Holocaust wird in drei Teilen dargestellt, erzählte uns der Historiker Oleg Zuretsov. Wir beginnen mit den Tötungen in den Dörfern durch die Einsatzgruppen im Sommer 1941, den Erschießungen beim Ufer des Prutflusses und dem Judenstern. Dann haben wir das Ghetto in Czernowitz und die Deportationen im Herbst 1941 und schließlich das Leben derer, die in Czernowitz bleiben konnten zwischen 1942 und 1944. Wir haben vor, ein oder zwei Bilder von Deportationen zu zeigen, aber Transnistrien selbst wird nicht dabei sein. Oleg Zuretsov zeigte uns einige weitere Dokumente, die für die Vitrinen ausgewählt worden waren. Eine Zwangsarbeiterliste zum Beispiel und einige Ausweise, die den Davidstern trugen. Es gibt so wenige Bilder und Gegenstände aus dieser Zeit, wir sind uns nicht sicher, wie wir die Ausstellung spannend machen sollen, fügte er hinzu. Und die Fotos von Juden in der Herrengasse, die 1942-43 den gelben Stern tragen, fragten wir, sehen Sie, hier sind zwei davon. Denn wir hatten die Fotos von Ilana Schmueli und Bertolt Geisinger mitgebracht. Wir sagten, die Sterne sind sehr auffällig und trotzdem gehen diese Juden in der Herrengasse spazieren, genau wie früher. Finden Sie nicht, dass diese Fotos faszinierende Zeugnisse des Willens zur Normalität in extremen Zeiten sind? Ihre Besucher werden sicherlich auch berührt sein, betonten wir, indem wir ihm einige unserer Gedanken zu diesen Fotos mitteilten. Es war schwierig, den Gesichtsausdruck der Museumsdirektorin Natalia Schewtschenko zu deuten, als sie ihren Kopf schüttelte und hastig ihre Akten durchsuchte. Sie holte ein Bild hervor, das einen jungen Mann mit deprimiertem Blick zeigte, der mit zerrissener, geflickter Kleidung und einem großen Davidstern. Der Hintergrund war leer, aber das Foto war beschriftet mit »Zurück aus Transnistrien«. »Dieses Foto müssen wir zeigen«, sagte sie. »Schauen Sie die anderen an.« Die lächeln ja, das gibt den falschen Eindruck. Uns war dieses Bild wohl bekannt, weil es erstmals in Hugo Golds monumentaler, zweibändiger Geschichten der Juden in Bukowina abgedruckt worden war. Dies ist eines der wenigen Fotografien, die aus Transnistrien stammen soll und deshalb kommt ihr ein besonderer historischer und symbolischer Stellenwert zu. Nichts an dem Bild des jungen Mannes bringt es jedoch mit seiner zugeschriebenen Quelle in Verbindung. Und tatsächlich waren wir schon immer ein wenig skeptisch gewesen über diese Bildinschrift. Das offensichtliche Problem ist der Davidstern. In den von den Rumänen verwalteten Gebieten mussten Juden nach 1943 den Stern nicht mehr tragen und dies sowie auch andere Einzelheiten hier passen nicht in das, was wir über Transnistrien wissen. In der Tat mag es genau die Einfachheit und der Mangel an besonderen Kennzeichnen sein, die das Foto des jungen Mannes in den Augen der Direktorin so repräsentativ machte und zu einem passenden Symbol für diese sehr kleine Ausstellung werden ließ. Der Ausdruck in seinen Augen, der gelbe Stern, die zerrissenen Kleidern, alles evoziert die Not, die Demütigung, das Leiden, das mit Deportation und Lagerleben assoziiert werden wird.
Sein Status als Ikone setzt die Unstimmigkeit zwischen seiner Beschriftung und seinem tatsächlichen Informationsgehalt außer Kraft. Die Straßenfotos aus Czernowitz mögen zu kompliziert und zu zweideutig sein oder mit zu vielen Ungereimtheiten verbunden, um als Ikone der Holocaust-Erfahrung zu dienen, die, nach der die Direktorin und der Historiker suchten. Die umfassende und vielschichtige Geschichte, die sie erzählen, mag den eiligen Besuchern tatsächlich den falschen Eindruck geben, die von einer Vitrine mit dem Titel der Holocaust emotional berührt werden wollen. Die Historikerin Sybil Milton hat aufgezeigt, dass uns viele, wenn nicht gar die meisten Holocaust-Fotos auf ähnliche Weise übermittelt wurden, ohne spezifische Informationen über die Fotografen, den Kontext, den Ort oder genaue Datierungen. Fotografien werden auch sehr oft mit sehr unvollständigen oder mangelhaften Zuordnungen archiviert und ausgestellt. Mit ihrer Auswahl positionieren sich dann die Kuratoren aus Czernowitz innerhalb eines wohlbekannten Trends, das das Schema vor, während und nach dem Holocaust widerspiegelt. Sie zeigen Bilder, die sich gut zur Ikonisierung und Wiederholung eignen. Sie mögen dadurch zwar die Emotionen der Betrachter rühren, aber letztendlich gelingt es ihnen nicht, die Komplexität des visuellen und historischen Bildes, das wir vom Holocaust oder von den Orten, wo er geschehen ist, haben, zu steigern. Diese Straßenfotos aus Czernowitz und die Geschichte, aus der sie stammen, sind, wie wir es zeigen wollten, besonders vielschichtig, komplex und ungereimt. Aber gerade aus diesem Grunde, denken Sie, erlauben Sie vielleicht mehr Einsicht in die Vergangenheit, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zu setzen mit dem besonderen Interesse an ungewohnten Bildern, an Bildern, die nicht vertraut sind aus einer Vielzahl von Publikationen, von Ausstellungen, Bildern, die, wie Sie sagten, zweideutig sein könnten, Fragen aufwerfen und die gerade deswegen sich nicht leicht integrieren lassen in einen gängigen Diskurs über den Holocaust. Wir haben letztes Jahr im Filmmuseum unter dem Titel Erinnerung an die Lager Filmdokumente gezeigt, gemeinsam mit dem Filmmuseum, die in unterschiedlichen Ausschnitten immer wieder wiederholt wurden in Dokumentationen über den Holocaust, wo man genau das nicht erfährt, was Sie auch in dem ikonischen Bild herausgestrichen haben, wer sie gemacht hat, wo sie entstanden sind, in welchem Kontext sie stehen. Und auch hier haben wir diese Situation anhand der Fotografie. Und denke, dass diese Verbindung mit dem Gedächtnis, dem persönlichen Gedächtnis des familiären Kontextes, in dem diese Fotos gesammelt wurden, aufbewahrt wurden und mit dem, was sie vielleicht nicht erzählen auf den ersten Blick, die Fragestellung besonders spannend macht. Aber um nicht zu viel zu sagen, möchte ich gleich das Wort ins Publikum gehen und Sie bitten um Ihre Fragen, Anmerkungen und so weiter. Zögern Sie nicht, fürchten Sie sich nicht. Sie können Ihre Fragen auf Deutsch oder Englisch stellen, wenn es Verständnisschwierigkeiten geben sollte. Wir werden eine Übersetzungsmöglichkeit einfach finden. Also wie auch immer Sie es wollen, bitte. Ja, Sie haben ja berichtet, wie schwer es gefallen ist, die Auswahl zu treffen für die Fotos, die man in das Museum geben will. Das heißt ja eigentlich, dass auch, so wie Sie das beschrieben haben, hat es vorher bereits Kontexte gegeben, in denen sich diese Bilder befunden haben? Also in der Schachtel oder im Album, waren die eigentlich in einer Reihe oder in einer Serie von Fotos schon bereits zusammengestellt von Sammlern, die ganz bestimmte Ordnungen geschaffen haben, und die wurden jetzt rausgerissen aus dieser Ordnung, um in eine neue Museumsordnung wieder eingestellt zu werden. Und geht dabei nicht was verloren? Also praktisch der Kontext dieses Albenzusammenhangs oder dieses Schachtelzusammenhangs, in dem die Bilder, die jetzt nur noch als Einzelbilder betrachtet werden und neu interpretiert werden, gestellt werden? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hören Sie mich? Wir haben das sofort im Holocaust-Museum mit der Archivarin besprochen. Warum laden Sie denn nicht Leute ein, ihre ganzen Fotoalben mitzubringen und die dann zu fotografieren? Oder, denn die, man muss die Bilder nicht spenden, man kann sie nur borgen und leihen, und dann, die werden dann fotografiert und bleiben dann dort im Fotoarchiv.
Und die wollten absolut nicht Fotoalben sammeln oder fotografieren, die wollten nur Einzelfotos, die sie dann selber einreihen im Archiv. Das hat sich dann alles dadurch durch das Internet auch geändert, das war noch vor der Internetseite des Museums. Aber wir fanden das als einen großen Fehler, dass da diese Institution, die so viel sammelt und die eigentlich alle Fotos sammeln will, dass sie nicht so sammelt, wie die Leute sie selber sammeln und auch beschriften, nicht? Denn das ist dann natürlich etwas ganz anderes. Und dadurch entstehen im Internet dann, also in diesen Archiven, aber auch im Internet, ganz neue Arrangements, die dann vielleicht irgendein neues Album, wodurch ein neues Album entsteht, aber das nicht mehr die alte Art es einzureihen hat. Und das geht dann tatsächlich verloren. Ob Familien dann ganze Alben spenden würden, ist dann natürlich eine große Frage. Vielleicht nur Leute, die keine Nachkommen mehr haben, wo es nicht mehr interessant ist. Aber sonst wird etwas ganz, ganz anderes daraus. Und natürlich, wenn wir dann so einen Vortrag zusammenstellen, ist das auch ein ganz anderes, reihen wir das dann in unsere Erzählung ein. Und das ist auch dann was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob du noch was zu fügen willst. Vielleicht können Sie noch was zu dem Foto sagen, wo Sie gesagt haben, Sie seien skeptisch über die Datierung und also was Sie zu dieser Skepsis veranlasst hat und wie Sie vorschlagen würden, dieses Foto zu lesen. Mhm. Why are we skeptical about that last photo? You want to say something? Mm-hmm. About the one with the Jewish The soldier in the star. You have your. This letzte Foto vom Transistor. Ja. Nur skeptisch, weil ein paar Sachen. Eines ist vielleicht der Stern. Die Rumänen haben in 43, in den letzten Monate von 43, die Juden nicht mehr den Stern, nicht mehr den Stern tragen. Das war die Rumänen haben viele, viele Männer, viele Soldaten verloren in Stalingrad und sie haben dann ein bisschen leichter an die Juden umgegangen. Ja. Aber es kann sein, dass vielleicht von Transnistrien Leute haben noch einen Stern getragen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass dieses Bild steht zurück vom Transnistrien, aber es kann wirklich zurück von vielen anderen Camps Lager gewesen sein. Wir haben solche Leute von vielleicht nicht so, die sind zurückgekommen in der Stadt Czernowitz oder zurück nach in eine anderen in andere Städte von Rumänien in dieser Zeit. Die haben schrecklich ausgeschaut, aber vielleicht das ist so wie ein stereotypisch Bild von viele Lager sein. Der Mann hat auch eine Nummer. Armband. Das Armband. Das ist Armband. Ich weiß nicht, Leute, die haben mit Transistoren gearbeitet. Ich habe noch nie gehört, dass einer hat eine Nummer gehabt. Das ist sehr skeptisch. Wir sind sehr skeptisch, dass dieses Bild wirklich von Transnistrien kommt. Und zweitens, es gibt viele Bilder, aber dieses ist nicht sehr gut. Herr Corbey Häusier ist hier, der uns vielleicht damit helfen kann. Sind Sie einverstanden? Ich kann nur bestätigen, was Herr Spitzer sagt. Also in Transnistrien trug man keine Nummer. Das ist klar. Und die Tatsache, dass gerade bei der Rückkehr der gelbe Stern getragen wurde, ist auch unglaubwürdig. Mhm. Ja.
Also ich würde auch die Authentizität der Zuordnung dieses Bildes bezweifeln. So, das kann natürlich mit den Lagern in Verbindung gebracht werden, aber das als Bild eines Rückkehrers 1944 betrachtet werden soll, das, glaube ich, steht nicht. Ja, in der Fiktion ist das vielleicht möglicher, zum Beispiel im Buch Maus von Art Spiegelman. Sein Vater hat eine Lageruniform angezogen, um sich ein Foto machen zu lassen nach dem Krieg mit dem Stern und so. Und hat da dieses Foto dann der Familie übermittelt. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass es in Transnistrien möglich gewesen wäre, das so zu machen. In der letzten Reihe, der Herr. Robert hat eine Frage. Wenn Sie das Bild vom Technischen her betrachten, impliziert es eigentlich, dass es gestellt ist, weil es ist überhaupt kein Hintergrund vorhanden. Es ist förmlich so, wie wenn jemand in einem Studio aufgenommen wurde, um etwas zu zeigen, aber ohne dass irgendein Konnex ist. Wäre dem wirklich irgendeine Authentizität, würde ja irgendwo ein Hinweis oder ein Hintergrund vorhanden sein, nicht? Ja, es ist hier, das sieht so studioartig aus, nicht hier die Pflanze. Das ist möglich. Ja, und die Leinwand. Ja, und die Leinwand als Hintergrund, das sieht, sieht eher wie ein Studio. Jedenfalls ist es rätselhaft. Ich denke, was man diesem Foto sehr, sehr gut sieht, was auch allen, glaube ich, unmittelbar präsent sein wird, aber was man vielleicht doch aussprechen sollte, ist, wie sehr diese Bildunterschrift oder die Beschriftung den Blick lenkt und natürlich die Interpretation bestimmt, was jetzt eine Banalität als Bemerkung ist, aber gerade ja hier im Museumskontext oder bei der Frage der Vermittlung von Wissen und Erfahrung über die Shoah eine ganz wesentliche Rolle spielt. Weil gäbe es diese Bildunterschrift nicht, würde man vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, diese Zuordnung vorzunehmen. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Beispiel für die von Ihnen angesprochenen Limits, die diese Fotos in sich bergen, eben, was können sie wirklich erzählen oder nicht erzählen. Und bei den Fotos, bei mehreren der Fotos, die Sie gezeigt haben, musste ich immer wieder, Sie wahrscheinlich auch in der Vorbereitung des Vortrages, an Roland Barthes Unterscheidung zwischen dem Studium und dem Punktum, wie es in der deutschsprachigen Übersetzung seines Werks über die Fotografie heißt, denken. Also das Studium, all das, was uns an Foto, ein historisches Foto, an Information über den sozialen Kontext präsentieren kann, was Sie an einigen der Fotos auch sehr schön herausgearbeitet haben. Und das Punktum, aber das Gegenstück dazu, das, was den Blick wirklich auf sich zieht, was die Aufmerksamkeit lenkt, wie etwa ja, dieser helle Fleck am Revers Ihres Vaters, von dem man nicht genau weiß, was es wirklich ist, was er wirklich darstellt. Und ja, da war ja auch eine andere Grenze der Fotografie sichtbar, eine innere Grenze, die man ja auch aus einem berühmten Film von Michelangelo Antonioni kennt, wenn man das Bild bis zu einer gewissen Größe aufbläst, zu einem Blow-up macht sozusagen, sieht man irgendwann einmal alles und nichts mehr darin. Und das, dieser Blow-up von Antonioni ist auch irgendwie symbolisch für unsere Obsession mit diesem Foto, nicht? Denn wir wollten und auch wie man in der nächsten Generation dann Fotos aus dieser Zeit betrachtet, weil man irgendwie nicht damit fertig werden kann, dass es auch normale Augenblicke gegeben hat und dass da nicht alles so extrem war, wie man es sich vorstellt. Und natürlich, wir erscheinen in dieser Geschichte ein bisschen naiv und es ist vielleicht ein bisschen naiv, aber das, was uns da interessiert, ist das Übermitteln der Geschichte und wie Fotos in dieser Vermittlung, welche Rolle sie spielen. Mich hat das sehr interessiert mit diesen Straßenaufnahmen. Das gibt es ja auch aus anderen Städten und ich habe mir ehrlich gestanden noch nie Gedanken darüber gemacht, warum es so viele sozusagen Privatfotos gibt, die auf der Straße fotografiert sind. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie was dazu sagen können. War das eine Mode in den 30er Jahren? Gab es das auch in anderen Städten oder ist das etwas Czernowitz-Spezifisches, was ich nicht glaube? Are street photos unique to Czernowitz or are they?
Nein, Straßenfotos gibt es überall und in Südamerika kann man noch immer solche Straßenfotos, nehmen sie noch immer auf, in Bolivien, in Peru und noch mit dieser Kamera, heute. Na, es gibt jetzt mit digitale Kamera, ist es ein bisschen anders, aber vor ein paar Jahren haben sie noch diese Kistenkamera gehabt und entwickelt die Fotos in der Straße. War es eine Mode in Europa in den 30er Jahren? Ja, ich glaube, dass die Straßenfotografen standen oft vor ihrem eigenen Fotostudio und das konnte man, und die haben dann die Fotos aufgenommen, geknipst von den Fußgängern, also von den Spaziergängern, und die konnte man dann später vergrößert bekommen, nicht? Also man konnte sie entweder vor Ort kaufen, so ganz klein, aber wenn man Vergrößerung wollte, musste man dann ins Studio zurückkommen, und das war natürlich eine sehr gute Werbemöglichkeit für die Fotostudios, dann konnte man sich auch Porträts machen lassen und so, und da gab es natürlich sehr viele solche Straßenfotos. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, was bedeutet das, warum kaufen Leute sowas, was können die uns erzählen, denn wir haben es bei allen Leuten, also aus der Bürgerklasse in Czernowitz gefunden, aber es gibt eine sehr interessante Internetprojekt, das heißt Museum of Family History, und das ist von vielen Orten Osteuropas. Und dieser Mann, der das zusammenstellt, der will wirklich das Leben, das tägliche Leben in all diesen Orten irgendwie wieder animieren. Und der interessiert sich besonders für Fotostudios und hat auch von verschiedenen Fotostudios aus den verschiedenen Orten Projekte gemacht. Und viele dieser sind dann auch diese Straßenfotos. Aber heutzutage kann man auch mit digital, also wenn Sie zum Beispiel in den Zoo gehen, in New York, im Zoo, wird man sofort aufgenommen, wenn man reingeht, das kann man dann beim Rausgehen wieder kaufen, auf Schiffsreisen und so, also das gehört, ich glaube, in diese Gattung von Fotos. Ja, ich will nur noch zwei Sätze zum Leben der Juden in Czernowitz während des Zweiten Weltkrieges sagen. Es gibt in den Memoiren von Ilana Shmueli eine sehr interessante Passage. Sie erzählt von einem Spaziergang mit Paul Celan, mit dem jungen Paul Anschel im Volksgarten im Jahre 1943. Und es steht dort ausdrücklich, wir haben die gelben Sterne versteckt. Also das war vor der Maßnahme, als die gelben Sterne nicht mehr im Straßenbild erschienen. Also mit einem gewissen Risiko, sie schreibt das. Aber wir haben die gelben Sterne versteckt und wir sind durch den Volksgarten spazieren gegangen. Also natürlich kann man Fragen stellen, wurden sie nicht als Juden erkannt im Volksgarten von gewissen Leuten, die sie gekannt haben? Also es gab eine gewisse, vielleicht vorgetäuschte Normalität dieses Lebens der Juden in Czernowitz. Die wussten, dass ihre Verwandte aus Czernowitz oder aus der Bukowina in Transnistrien in schrecklichen Zuständen leben mussten. Aber das war auch ein Zeichen des Lebens, dass sie durch den Volksgarten spazieren gegangen sind. Mhm. Ja, und was interessant, also der Unterschied, wenn man sich gelben Stern vorstellt, dann ist es nicht wie in Wien oder in Deutschland, wo man ihn, oder in Polen, wo man ihn annähen musste. In Czernowitz machte man ihn sich selber, wurde nicht so wie die Sterne, die sie oben im Museum haben, nicht wo Jude draufsteht, die verkauft wurden und uniform waren. In Czernowitz musste man sie sich selber machen und die Leute tragten sie oft mit einer Stecknadel oder Sicherheitsnadel. Mhm. Und viele gingen dann, auch junge Leute wie meine Eltern, die erzählen immer, wie sie auch oft ohne Stern ausgegangen sind, um einkaufen zu können und so. Geheimnisvolle das ist, dass man dann das Foto kauft, wenn man den Stern nicht trägt. Nicht? Denn das
ist dann rätselhafter, das warum kauft man das Foto? Vielleicht kauft man dann auch das Beweisstück, dass man ohne Stern ausgegangen ist, denn da gibt es kein Negativ, also wenn man es kauft, ist es vielleicht, das ist dann der rätselhaftere Teil, aber das ist sehr wichtig und das können wir aus diesen Bildern auch schließen, dass es doch dort eine gewisse Normalität in diesen mittleren Jahren des Krieges gegeben hat. Ich muss noch sagen, diese Bilder haben kein Negativ gehabt, sie waren direkt positiv. I'd like to ask Professor Spitzer if you could elaborate a bit on the historical background of the deportations to Transnistria. The historical background of the deportations to Transnistria. In English. Kann ich das auf Englisch antworten? He asked you in English, so you could speak. Okay. The historical the Romanians actually had decided quite early on to move the Jews, and in fact had decided on a kind of final solution, almost ahead of the publicization of the final solution in Germany and then in Austria. Transnistria was the one territory that between the Dniester and the Bug, where they were when the Germans invaded the Soviet Union after the end of the Hitler-Stalin Pact. In effect, when they invaded the Soviet Union, they cleared with Einsatzgruppen the area between the Dniester and the Bug of Jews. So this is an area that had a fairly substantial Jewish population in the various towns and even in some of the cities in that region. They pretty much cleared it of Jews. It was into this area, which was emptied of Jews, that the Romanians decided to move Jews. When they decided to move them, they moved them to different circumstances. In some places, Jews were just, in a sense, dumped into various places. They came in through Bessarabia, through the northern part of Transnistria, through some of the cities that are in Transnistria, but many of them were really dumped in the little towns and villages of Transnistria. In that circumstances, 1941 winter 41-42, which is one of the worst winters in remembrance, extremely brutal weather, large numbers of people that were dumped in Transnistria died both from the conditions of the climate, but also starvation and of epidemics of typhus. And so there were a very large percentage of the people that were shipped to Transnistria in the very deportation, the one in 1941, and then in 42. 42, there was one main one in the summer of 42. There were also some smaller deportations, towards September of 42, where a number of people were sent from the old areas, again, from Bessarabia, from the old Bukovina, even from Romania proper, from the center of Romania, to, at that point, camps that were established in Transnistria. One of these was a very horrendous camp, mainly supposedly for political prisoners, called Vapniarka. That camp was a camp where the Romanians actually decided that the prisoners in this camp, which also included, by the way, women, children, and non-Jews, that is, people who belong to various minority religious groups, Seventh-day Adventists, or some Ukrainians were actually in this camp as well. They decided that one way to eliminate the camp population was by feeding them a particular type of food, a pea called Latirus sativus, a pea that was actually toxic
So people came down with paralysis, they lost their kidney functions, many died of really eating what became this kind of pea soup, which of course the camp guards and the camp officers did not eat. This was one of the inhabitants of this camp, a medical doctor, actually this camp had a number of medical doctors, figured out quite early on that what was happening was in the food that they were being fed. And so they had to make a kind of choiceless choice, either to eat and get this disease or starve. Luckily, again, what happened was, as you move along into 1943 and the latter part of 1943, the Romanians began to hedge their bets in terms of allying at that point with the Germans. They began to ease up a little bit on the population, on the Jewish population, and generally in the populations in Transnistria. They eliminated that camp towards the end of 1943, although most of the surviving inhabitants were only allowed to go into Transnistria and not to return into Romania proper. By 44, like 44, the Romanians switched sides. It's only because of the sort of internal politics within Romania and the hedging of the bets that things began to become a little bit better for those populations, which initially had been viewed as populations that would be eliminated. I'm sorry, I talked very fast in English. Kann es sein, dass das Foto, zu dem es jetzt auch kritische Fragen gegeben hat und das bei Ihnen diese Zweifel ausgelöst hat, gerade deswegen so eine wichtige Rolle spielt, weil die Frage, die Sie jetzt beantwortet haben, nicht mit Fotos unterlegt werden kann, dass es hier ein Vakuum gibt, dass es über die systematische Vernichtung, den Mord, nur wenige Bilder gibt, von wenigen Orten bekannte Bilder, die immer wieder eingesetzt werden, und dass man stattdessen dann nach Fotos sucht, die zu anderen Zeitpunkten repräsentativ, zusammenfassend praktisch illustrieren, was man nicht sichtbar hat. Also das als eine Frage, und dann eine zweite würde ich gerne anschließen. Ja, natürlich, aus der Deportation nach Transnistrien gibt es fast überhaupt keine Fotos. Es gibt einige Fotos, die am Fluss, Dniester-Fluss, von Massen von Leuten, die auf die Überquerung des Flusses warten, in Mogilev, da sind vielleicht die einzigen. Dann gab es das Jagendorf, wie heißt das deutsche Foundry, von Jagendorf, eine Fabrik in Mogilev, wo Juden arbeiten konnten und so gerettet wurden, eine Art Schindler-Geschichte. Und da gibt es einige Fotos von Jagendorf, und dann gibt es noch einige Fotos von Kindern, von Waisenkindern, die aus Transnistrien dann gerettet wurden und früher weggeschickt wurden. Aber ich glaube, das sind die einzigen eigentlich, die ich jemals gesehen habe. Es gibt auch einige Fotos auf dem Internet, die in Czernowitz von Juden, die auf die Deportation warten, stammen sollen, aber das ist mir auch nicht so klar, ob die wirklich aus Czernowitz stammen. Und das ist auch Leute, die am Boden sitzen und warten, aber es ist nicht so klar, ob die wirklich aus Czernowitz sind oder von woanders. Also deshalb ist dieses Foto, das so beschriftet ist, zurück aus Transnistrien, so wertvoll. Und das erschien eben in diesem Hugo Gold Buch, Geschichte der Juden der Bukowina, aber es ist nicht so klar, woher dieses stammt. Aber sonst gibt es sehr, sehr wenige. Und würden Sie mit Ihrem Zugang zu den Fotos, also diesen sehr speziellen Fotos, die Sie ausgewählt haben und die Sie präsentiert haben, auch Schlussfolgerungen ziehen für die Art und Weise, wie die Shoah dargestellt wird? Also kann man so weit gehen, zu sagen, dass es vielleicht noch einen zweiten Weg in der visuellen Darstellung geben könnte, der nicht illustrativ ist, sondern sich stärker
auf die Fotos einlässt, auf die Details einlässt, auch auf ihre Ambiguitäten einlässt und fragt, was können uns die Fotos tatsächlich zeigen und was können sie eben nicht zeigen. Hat das Konsequenzen auch für den Museumsalltag und für die Darstellung? Ja, das ist natürlich eine, wie die Shoah dargestellt wird, ist, durch Fotografie ist eine sehr große Frage, nicht? Die Frage, die jetzt zum Beispiel in Frankreich aufgeworfen wurde von Claude Lanzmann und seinem Konflikt mit Godard und Image Malgré Tout, ein sehr, sehr gutes Buch über die Fotografie in der Shoah geschrieben hat. Lanzmann wollte in seinem Film, der 9,5 Stunden dauert, keine Archivfotos zeigen. Nicht? Er sagte, das Ärgste der Shoah wurde nie fotografiert und deshalb ist es besser, überhaupt keine Fotografien zu zeigen. Das, was gezeigt wird, das, was wir haben, zeigt nicht den Ermordungs-, den Vernichtungsprozess. Und Georges Didi Übermann, der das Bild, Buch gerade geschrieben hat vor einigen Jahren, Image Malgré Tout, konzentriert sich auf vier Fotos aus Auschwitz, die von den, von den Sonderkommandos illegal natürlich gemacht wurden und die doch zeigen, wie Menschen verbrannt werden, Leichen verbrannt werden und wie Menschen in die Gaskammern getrieben werden. Also diese vier, und auf diese vier Fotos sagt er, ja, es gibt doch Fotografien, die man zeigen kann. Natürlich gibt es viele Fotos von Erschießungen, von den Einsatzgruppen, die immer wieder gezeigt werden, und auch Fotos aus den Ghettos. Wir denken, dass die, und das ist auch ein Schwerpunkt unseres Buches, dass die Geschichte des Holocausts in Tschernowitz anders ist, nicht? Dass die auch, und dass es viele solcher Lokalgeschichten gibt, also das Buch von Omar Bartow über Bukac, nicht? Dass diese Lokalgeschichten sehr viel zu bieten haben. Und das Bild, das wir uns von der Shoah machen im Allgemeinen und das vermittelt wird an jüngere Leute, sehr uniform ist. Das ist Auschwitz, nicht? Shoah ist Auschwitz. Aber es gibt so viele verschiedene Geschichten, individuelle und auch natürlich bestimmten Orten, die was ganz anderes zeigen. Und deshalb denken wir, dass diese Fotos aus der Kriegszeit in Tschernowitz was ganz, ganz anderes zeigen. Aber natürlich auch in dieser Zeit, als wir unsere Forschungen machten und Fotos von so vielen Leuten gesammelt haben, diese Zeit wird nicht dokumentiert, wird meistens nicht dokumentiert, nicht? Die Fotos, die meisten Fotos, die wir haben, sind aus der Vorkriegszeit. Und natürlich in Museen, so wie wir es gezeigt haben in diesem kleinen Museum in Tschernowitz, in Czernivtsi zum Beispiel, Fotos sind sehr wertvoll für ein Museum, die wollen immer Fotos haben. Aber es gibt vielleicht auch andere Gegenstände und zum Beispiel und meistens auch Zeugenaussagen, die was ganz anderes erzählen. Und man muss das natürlich alles zusammentun, nicht? Um sich ein volleres Bild machen zu können, damit was diese Geschichte war. Zum Beispiel gibt es Fotos, die wir gefunden haben, aus der Flucht in die Sowjetunion. Diese Leute haben Fotos, wir haben Fotos aus Novosibirsk von Bekannten, nicht aus den Jahren 42 und 43. Das ist auch eine Shoah-Geschichte, die anders ist und die, wo noch sehr viel zu finden ist und zu erforschen ist. Gleichzeitig stellt sich ja damit die Frage, wenn wir heute Dinge sehen in diesen Fotos und uns fragen, was wir sehen, was konnten die zeitgenössischen Beobachter tatsächlich sehen? In den Straßenszenen, jetzt nicht in den Fotos, sondern was war im Alltag präsent? Also meistens ist ja der Schritt so groß von der angeblichen Normalität zu Vernichtungslagern wie Auschwitz oder den Lagern der Aktion Reinhardt, von denen es so wenige oder gar keine Fotos gibt, keine visuelle Vorstellung davon gibt und deswegen auch dieses Thema des Unvorstellbaren oder auch Undarstellbaren. Mhm. Aber wie weit die Shoah in den Alltag hineinragt, sieht man ja an den Details wie den gelben Sternen, die zu tragen. Es hängt auch davon ab, wer die Fotos aufnimmt. Und was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel die Fotos aus dem Warschauer Ghetto oder aus dem Lodz Ghetto. Da gab es natürlich viele Fotografen, aber die Fotografen waren Nazis oder Wehrmachtssoldaten, die viel fotografiert haben. Das ist dann anders als so ein Straßenfotograf, der vielleicht ein bisschen unbeteiligter war
und die Leute dann anders aufnimmt. Und ich glaube, diese Vergleiche sind auch sehr interessant. Gibt es noch eine Frage im Publikum? Sonst würde ich gerne den beiden Vortragenden, Marianne Hirsch und Leo Spitzer, ganz herzlich danken für den Vortrag, für die Diskussion, für das Kommen nach Wien und Ihnen noch einmal das Buch ans Herz legen, das das Thema weiterführen wird. Und danke für das Kommen und alles Gute. Vielen Dank.